Hat man da überhaupt so Freude an so einem Stein? Unbedingt. Wirklich? Ja. Kannst du auch brauchen? Ja, nein, brauchen kann. Also sie sind, ich tue sie daheim irgendwo her. Ich weiß noch nicht wo. Ich habe schon drei daheim, die stehen irgendwo. Ich weiß gerade nicht wo. Aber es ist, man hat da mal etwas in der Hand, das ist gut. Ist auch ein schönes Gefühl, wenn man gerade so neben dem Künstler wie Nemo, der ja noch mega jung ist, auch als ein bisschen ältere Bands noch so auszeichnet wird? Ja, ich finde, das spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Also ich finde eben, wenn die Jungen gewinnen, Musik ist Musik und jeder macht sein Zeug und mal ist der oben, mal ist der andere oben, das ist schon gut so. Jetzt noch eine andere Frage, Zürich West, das heisst ja eigentlich westlich von Zürich, oder? Genau. Werden da viele angehauen, über nicht Zürcher sind? Ja, das gibt es schon, ja. Das Leute, erstmal bin ich zum Arzt, habe ich irgendwie notfallmässig etwas Kleines, aber dann müssen gehen. Und dann hat irgendwie gehört, dass ich von Zürich West bin, aber gemeint, ich komme aber von Zürich. Dann hat es so Theater gegeben. Es gibt immer Verwechslungen. Ja. Aber das ist schon gut. Es muss den Leuten schwierig machen. So gross ist der Hass nicht auf Zürich? Nein, überhaupt nicht. Das war ja der Trick an diesem Bandnamen. Berner, ich wusste, wir sind Berner, wenn ich es gerne hatte. Zürcher haben sich ein bisschen geschmeichelt gefühlt wegen Zürich West. Wenn ich so gerne hatte. Also, wir haben unser Zielpublikum auf einen Schlag im Sack gehabt. Also. Hast du so viele Bilder von St. Gallen oder von Ostin? St. Gallen, super. Stahlberger ist mein Hero. Also, wir haben ja gespielt St. Gallen im Palace. Und haben dort in diesem Hotel Militärkantine haben wir gewohnt. Und ja, aber das Dachzimmer, das Turmzimmer. Und das war fantastisch. In ein Skirennen gelaufen, es hat geschneit von außen. Und wir haben einfach zweimal in diesem Kino gespielt. Und das ist immer cool. Also, St. Gallen ist für uns ein gutes Pflaster.